Jungs und Mädels, herzlich willkommen hier bei mir wieder, Eubanks und Dauntless. Ja, wie ihr lest, geht es um mehr Quests, deswegen fangen wir auch gleich bei Caitlin an. Schreckliche Warnungen und hier gibt's einige Ziele, also 4 Behemoths, die wir eigentlich schon kennen, aber einen zusätzlichen Namen haben, was einen höheren Schwierigkeitsgrad verrät. Wir müssen außerdem noch neue Quests machen, die wir für diese Quest davor abschließen müssen, um dann diese Quest dann wieder abzuschließen. Und da jetzt noch ein paar mehr, das weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif nicht mehr, aber das ist wahrscheinlich eine der Quests, ja, wo es ein bisschen dauert, bis wir die einfach abgeben können, weil wir dafür eben viel zu tun hatten. Ja, außerdem spricht es jetzt hier mal von Schattenbehemoths. Und ja, wir bekommen jetzt einfach hier mal die neuen Meisterschaftskarten von Valumir. Dann gibt es hier drüben auch noch eine Quest bei unserem Freund Markus Böhr, die alchemistischen Reaktionen. Dafür müssen wir einfach 50 Behemoth-Angriffen ausweichen. Und dann bekommen wir hier die Baupläne für das Ätherschwung-Elixier und das für das Lebensraub-Elixier. Genau, dann hält er uns hier einfach eben für bereit, damit er uns diese, ja, Rezepte würde ich es fast nennen, geben kann und nicht Baupläne. Ich baue mir ja keinen Trank. Ja? Na gut. Das war's hier mit unserem Markus Böhr. Der hier natürlich noch ein bisschen, ja, daher labert und uns diesen Questlock hier gibt. Das dauert natürlich, also dieses 50 Mal Ausweichen, das dauert auch seine Zeit. Dann geht's hier oben weiter, denn unser Wild, der hat gleich mehrere Quests für mich. Der hat hier gleich 3 Quests. Ja, einmal auf Mod vertrauen wir. Rüste eine deiner Waffen mit einer neuen Modifikation aus. Das habe ich jetzt schon gemacht, aber das wurde jetzt natürlich nicht gezählt im Vorhinein. Deswegen, ja, kann ich das jetzt einfach mal so lassen. Ich habe das natürlich schon gemacht, wie gesagt. Dann gibt es hier noch Spezialkräfte, dann muss ich diese Spezialkraft, die ich mit der Mod ausrüste, auch einmal verwenden. Und dann sollte diese Quest auch erfüllt sein. Dann habe ich jetzt hier noch die Quest vor der Dämmerung. Und ja, dafür muss ich jetzt einen Valumir jagen, denn diese Quest vor der Dämmerung muss ich auch für Caitlin erfüllen und dafür muss ich dann auch eine Lichtwaffe herstellen, die natürlich aus Lichtäther besteht und den bekomme ich von Valumir. Und damit kann ich dann Waffen herstellen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Dann gibt es hier noch eine Quest bei unserer Moira. Sie spricht hier von einer Arksteinverteidigung. Dafür muss ich 50 stumpfe Arksteine auf Schreckensbehemoth-Patrouillen sammeln. Ja, das dauert auch ein bisschen. Also das sind jetzt, diese Quests gehen jetzt ein bisschen mehr in die Richtung Grinden. Und damit man auch hier die Ausrüstung dementsprechend dann alles hochleveln kann. Und sie möchte die natürlich haben, damit sie hier ein bisschen rumbasteln kann und daran ja einige Sachen ausprobieren kann. Das sagt sie jetzt eben hier im letzten, auf der letzten Seite des ja, Questlogs, würde ich hier sagen, bei dem sie uns eben darüber informiert.
Dann gibt es hier noch bei Arkandru, haben wir auch zwei Quests. Einmal Kaltes Licht. Dafür muss ich einen Panga erlegen. Dann bekomme ich hier eine Frostlaterne. Und dann hat er noch die andere Quest, die Lichtelektrik. Ja, er sagt mir hier, dass ich den Panga mit einer neutralen Waffe erlegen muss. Für die Lichtelektrik muss ich einen Drask mit einer neutralen Waffe erlegen, damit er hier eben ja den Schockäther oder auch die anderen Teile besser kalibrieren kann, damit da kein ja, Einfluss von einem anderen Äther hier dabei ist. Genau, das sagt er hier eben nochmal, dass es hier sich um Waffen handelt, die von einem Gnosser Shrike oder einem Quillshot stammen. Und es gibt noch mehr Quests, ja. Das waren noch nicht alle, denn ich laufe hier runter. Und dann gibt es hier bei unserer Dr. Priani auch gleich noch hier eine Quest. Das ist die Schädelknacker-Wissenschaft. Da muss ich jetzt einfach noch Teile sammeln von Behemoths, die ich schon habe. Das heißt, das werdet ihr einfach nur sehen, wenn ich sie abgebe, weil ihr die Behemoths ja schon gesehen habt. Und ja, da glaube ich, jetzt sind jetzt nicht groß neue Informationen für euch dabei, denn es sind auch ja keine Guides bis jetzt, die ich euch hier zeige. Ja, wie gesagt, Schädelknacker Wissenschaft, das heißt, ich soll hier ein paar Teile aus ihren Köpfen ziehen. Und dann gibt es hier noch eine, das habe ich jetzt geschnitten, weil ich mich hier verlaufen hatte. Aber bei unserem Zai gibt es noch heiße Schüsse und kalte Taten. Da brauche ich eben die Teile von den Schwanzplatten, vom Panga und vom Helion. Dann bekomme ich hier eben auch die Kalkknallgranate und die Inferno-Granate. Was natürlich dementsprechend wieder den jeweiligen Elementarschaden zufügt. Und somit auch unser Arsenal an Waffen, das wir verwenden können, ein wenig aufstockt. Ja, dann habe ich hier noch eine Quest, nicht der hellste, da geht es jetzt hier einfach um den Valumir, denn dann bekomme ich hier eben schmorendes Prisma und brillantes Prisma und er braucht einfach, oder er will eine Haut vom Valumir hier von mir und ja, das ist das erste Mal, dass jetzt wieder was von einem Valumir gehört haben. Und ja, deswegen wollen sie hier natürlich gleich wieder ja, Teile von ihm haben, um die zu untersuchen, um die natürlich dann ja, die Lichtkraft vom Valumir zu nutzen für das entsprechende Prisma. Und das kann eben dann gegen Schattengegner hilfreich sein, so rum. Deswegen, ja, wir beginnen jetzt einfach hier mal gleich mit dem ersten Behemoth, der ja, einen stärkeren Schwierigkeitsgrad jetzt hat. Das ist der Rage Tail Gnosher. Ja, wie ihr seht, ich steige jetzt hier sogar noch im Level auf. Ich habe mich jetzt hier aber ja, ganz Gnosher-like ausgerüstet. Habe hier sogar ja, alles dabei, sogar inklusive dem Schwert. Und wie das gegen den Rage-Tail Gnosher denn so läuft, das seht ihr gleich. Ja, der sieht auch ein bisschen anders aus. Der wurde ein bisschen gepimpt, würde ich meinen. Er sieht ein bisschen furchterregender aus als der andere
Der andere war ein bisschen freundlicher, auch von den Farben. Der ist ja schon, der ist ja hier auch ein bisschen dunkler. Aber ich habe natürlich jetzt keinen Plan hier, wie der jetzt anders reagiert als der andere. Aber ihr seht das schon. Dieser hier, der... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sogar nennen soll. Der hüpft und krabbelt oder schlängelt sich da in die Richtung hier nicht nur einmal von den Spielern oder von den Slayern, die ihn angreifen, sondern hier durchaus wirklich in einer Reihe viermal. Und jetzt bin ich, wie ihr seht, sogar hier bei ihm verwundet. Also da kommen jetzt mehr Effekte eben zusammen. Und da müsst ihr schon aufpassen dann. Also man kann ihn, während er das macht, auch unterbrechen. Aber ich glaube, ich schaffe das hier jetzt im Kampf auch kein einziges Mal. Und wenn er hier jetzt auf den Boden mit seinem Schwanz eben klatscht, dann kommt hier so eine, ja, seismische Welle, würde ich fast sagen, oder eine Erdbebenwelle auf euch zu, selbst wenn ihr ausweicht. Das heißt, ihr müsst fast zweimal ausweichen, sonst, ja, werdet ihr eben trotzdem getroffen. Und ja, das ist auf die Dauer. Jetzt habt ihr es gesehen, das hat mich getroffen, weil einfach so eine Welle eben auf den, ich glaube, auf den nächststehenden Slayer zuläuft. Und dann, ja, erwischt es euch einfach. Da, ja, das kann euch wirklich hier kalt erwischen. Jetzt habe ich natürlich wieder mehr Gesundheit. Jetzt versuche ich hier wieder, ich versuche hier immer seinen Schwanz anzugreifen, weil dann eben diese Attacken ja durchaus ja ausgeschaltet werden vielleicht. Zumindest habe ich mir das so gedacht. Dass das aber jetzt alles andere als einfach ist hier. Vielleicht auch wegen dem Item-Level von meiner Waffe, weil die ja noch nicht allzu hoch ist. Dauert das dann vielleicht eben noch zusätzlich länger. Ich habe jetzt aber hier den... Ich weiß gar nicht mehr, ob die Fähigkeit jetzt Typhoon heißt oder diese Wirbelattacke. Und ich setze diese Wirbelattacke ein. Das heißt auch, dass wir Wills Quest nach dieser... Ja, nach diesem Kampf abgeschlossen haben. Ich wurde jetzt aber wiederbelebt und jetzt ist er wütend und jetzt hüpft er natürlich öfter hier auf den Boden und schickt hier seine Erdbeben oder seine seismischen Wellen durch den Boden. Ich weiß auch gar nicht, ob man davon sogar öfter getroffen werden kann. Also jetzt wurde ich hier einmal getroffen und nochmal. Also ihr seht, da kann es dann sein, dass es eine Kettenreaktion gibt und dann liegt ihr einfach schnell alle flach. Wie wir gerade. Wir sind auch nur zu dritt. Das heißt, das ist jetzt alles andere als die optimalste Aufstellung hier. Ja, ich bin zwei Attacken bin ich hier entkommen, aber der letzten dann eben nicht mehr. Da nimmt ihr auch mal Anlauf und rennt hier in diese Richtung da. Aber ich versuche es hier weiterhin mal von hinten. Ja, mir ist die Doppeldeutigkeit bewusst. Aber ich sag das jetzt einmal weiterhin. Und ja, auf seinen Klatscher. Vielleicht nenne ich ihn auch einfach Klatscher. Ist, glaube ich, einfacher. Aber ich liege ja hier schon wieder am Boden. Also ich halte hier nicht wirklich viel aus. Also es reicht meiner Meinung nach hinten und vorne nicht. Wir haben auch eben schon 66%, ja, und ich entschuldige mich hier eben im Chat, dass ich hier einige Zellen vergessen habe. Da habe ich wohl gemeint, dass ich hier wirklich nicht bestens ausgerüstet bin. Weil einer dieser
unserer Kollegen. Ja, der macht hier einfach viel mehr Schaden als wir. Jetzt haben wir ihn aber mal betäubt. Ich weiß nicht, ob das ich war gerade oder ob das einfach jetzt unser Teamkollege war, der ihn da glücklicherweise getroffen hat. Aber ich lieg eben schon wieder am Boden. Und wenn dann eben mein Teamkollege mich wiederbeleben muss, dann geht ja natürlich der Schaden runter, ja. Ich frage mich gerade, weil hier eh steht, ob ich meinen Teamkollegen vom Boden aus wiederbeleben kann. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und damals, als ich das gespielt habe, ist mir das, glaube ich, auch nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein. Es ist ja schon wieder wütend und wir haben jetzt eben schon 95% Gefahr. Also er macht dieses auf dem Boden sich dahin schlängeln jetzt gerade auch nur einmal. Also nicht immer viermal. Aber jetzt sind wir schon dort angekommen, wo ich jetzt meinen Teamkollegen hier nicht mehr wiederbeleben kann. Ich habe jetzt auch nur noch 2 Heiltränke. Also ich mache hier dann schon mal 415 Schaden. Aber das ist hier für den Rage-Tail-Gnascher nicht unbedingt das Beste vom Besten, was man hier an Schaden bei ihm machen kann. Wir hatten gerade eben volle Gefahr und jetzt haben wir wieder 75%. Und jetzt kann ich hier meinen Teamkollegen wieder beleben. Und dann geht's da eben weiter. Der müsste auch, wenn ich mich nicht irre, da drüben sein. Mir gefällt hier wirklich sehr eben die Umgebung, die Vegetation, aber auch diese Klippen, die sind wirklich sehr schön gestaltet. Das muss ich einfach hier nochmal bemerken, denn da fühle ich mich wirklich, ja, sehr heimisch, auch in einem Wald. Und wie diese Tannen dann auch, oder ja, ich weiß gar nicht, ob Tannen oder Fichten sind, wie sich die auch im Wind bewegen, das trägt alles sehr zur Atmosphäre bei hier. Aber auf ins Gefecht! Auch wenn der uns hier, der Rage-Tail-Gnascher hier, keine Atempause lässt. Ja, rein ins Gefecht und ich muss mich schon gleich schon wieder heilen. Ich versuche hier immer ein bisschen auszuweichen. Nehme jetzt hier auch noch den vorletzten Heiltrank, den ich hier habe, und versuche hier noch so viel Schaden zu machen, wie ich irgendwie kann. Ja, und ich setze jetzt nochmal die Wirbelattacke ein, habe auch schon den letzten Heiltrank eingeworfen. Wenn er hier jetzt aufstand, dann gibt es da eben auch noch diese seismischen Wellen, die hier eben in alle Richtungen oder zumindest ja in senkrechter Richtung zu ihm und seiner, in die Richtung, die er schaut, sich ausbreiten. Und ja, schon wieder wurde ich wiederbelebt und deswegen schnetzle ich jetzt einfach mal auf ihn ein. Gut, dass noch geht. Ich glaube, als ich hier gespielt habe, habe ich wahrscheinlich eh gedacht, dass wir das nicht hinkriegen. Und um ehrlich zu sein, habe ich den Rage-Tail-Gnascher hier auch eben einfach unterschätzt.
konnte jetzt hier meinen Teamkollegen noch wiederbeleben. Zum Glück, bevor er nicht mehr wiederbelebbar war. So, ja, er versucht jetzt hier mir nahe zu kommen. Also ihr seht, diese Wellen, die breiten sich wirklich ziemlich weit aus. Also es ist nicht nur ein oder zwei solche, ja, wie soll ich das nennen, Vibrationen am Boden, also Ausbreitungsstufen, sondern wirklich, das geht schon ziemlich weit. Und jetzt liege ich hier wieder am Boden, aber jetzt kann man mich hier nicht mehr wiederbeleben, dachte ich, oder konnte ich mir jetzt noch die letzte Spritze geben zur Wiederbelebung, die ich noch hatte. Und jetzt haben wir ihm eben den Schwanz abgetrennt. Den Klatscher. Und ich glaube, jetzt kann er eben auch seine Wellen nicht machen. Aber ich liege hier schon wieder am Boden. Und für mich war es das. Aber ihr seht hier, zum Glück haben mir meine Teamkollegen ihm den Rest gegeben. Ja, mein Rang ist ganz klar hier der Rang E und es hat auch 12 Minuten und 20 Sekunden gedauert. Ich bekomme hier ein Kapazitätsmagazin, das ist auch eine neue Mod. Nascher Beinplatten bekomme ich hier. Ja, damit ist damit sind jetzt auch, wie ihr links oben seht, zwei Quests erfüllt, wie ich davor schon vorausgesagt habe. Das ist die Quest von Wills, die ich hier jetzt abgeben kann. Und da diese zwei, ja, hier verlaufe ich mich jetzt kurz, aber mir fällt es noch ein. Und dann geht's hier rüber, denn diese zwei Quests, die hängen ja sozusagen zusammen, also die Mod und dann einmal die Spezialkraft, die mit der Mod eben verbunden ist, diese zu verwenden. Deswegen gebe ich jetzt diese beiden Quests hier schon mal ab. Und ja, das war's hier mit dieser Folge von Dauntless. Und im nächsten Video seht ihr dann auch den nächsten Behemoth, also den alten neuen Behemoth, den Shrike, den Moonreaver Shrike. Und ja, wie der so, ja, wie ich dem so beikomme und was an dem denn so anders ist als zuvor, das seht ihr auch alles im nächsten Video. Und das war's von mir, eurem Eubanks.